Oh mein Gott, Freunde, ich muss heute so lange Mentos und Cola essen, bis ich einen legendären Brawler ziehe. Und ich habe einfach mal richtig viel Mentos und Cola am Start, Alter. Oh mein Gott, Mann. Trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator-Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, oh mein Gott, ihr seht es schon, wir sind heute auf dem Mentos Plus Cola Account, Leute. Und heute wird es auf jeden Fall geisteskrank eskalieren, denn wir machen heute ein Video, was ziemlich gefährlich sogar sein könnte. Das heißt, macht das auf keinen Fall nach, Leute. Ihr kennt vielleicht alle die Experimente, was passiert, wenn man Mentos und Cola vermischt, Leute. Und ich werde heute so lange Mentos und Cola essen, bis ich es schaffe, einen legendären Brawler zu ziehen. Wie werden wir das Ganze machen? Ich werde ein Opening machen auf diesem Account, hier ist nur Shelly drauf. Und immer wenn ich einen Brawler ziehe, der nicht legendär ist, muss ich Mentos und Cola eben essen. Wie werde ich das Ganze machen? Also im Prinzip, ich habe hier auch extra so eine Schüssel, ja, falls eben eine Explosion aus meinem Mund herauskommt von Mentos plus Cola, damit ich ja nicht alle meine ganze Tastatur so voll sprühe. Und genau, so lange werden wir es dann eben machen. Wir werden es so machen, dass wir für jeden Brawler sozusagen, der nicht legendär ist, ein Mentos in den Mund nehmen. Und wenn, sobald dann eben, ja, 5-mal Mentos im Mund sind, werde ich quasi Cola dazu geben, dass die Explosion auch groß wird natürlich. Das heißt, es kann sein, dass wir mehrere ultra krasse Explosionen in diesem Video haben werden, Leute. Ich bin mal sehr gespannt. Ich habe es noch nie getestet selbst, tatsächlich. Lasst unbedingt ein Like da, Leute, dafür, dass ich das mache. Und ein kostenloses Abo. Und würde mich mega drüber freuen, Leute. Geht natürlich Creator-Code Lukas ein. Und ich würde sagen, bevor wir starten, nochmal eine wichtige Sache. Und zwar kommt am Samstag, dem 26.03. um 14 Uhr auf dermatch.de das neue Dernita-Überraschungspaket raus. Ultra, ultra krass. Wahrscheinlich seht ihr dieses Video sogar an dem Samstag, wo der Merch auch kommt. Das heißt, checkt unbedingt die Seite ab und seid schnell, wenn ihr was bekommen wollt. Ihr bekommt 3 von 5 zufälligen Beilagen, also 3-mal so viel wie sonst zum selben Preis, Freunde. Und zwar einmal die handsignierte Autogrammkarte, die wird noch natürlich signiert, die ist garantiert. Dann das neue Dernita-Mäppchen, Alter. Ultra krass, sowas gab es auch noch nie. Dann eventuell noch den Rucksack, der kam mega krass bei euch an. Dann haben wir auch zum ersten Mal eine Tasse mit dem neuen Logo und die Dernita-Spardose. Also Freunde, seid schnell, wenn ihr was bekommen wollt. Okay, Freunde, und ich würde sagen, wir starten auf jeden Fall rein. Und ja, starten wir in dem Opening. Natürlich ganz wichtig, die ersten 3 Brawler sind immer vorgegeben, die sind immer gleich. Das heißt, die zählen jetzt natürlich noch nicht dazu, also die ersten 2 seltenen und dann der super seltene. Das wäre ja sonst ein bisschen unfair, wenn ich dafür auch schon Mentos und Cola, ja, nehmen müsste. Genau, weil das sind immer dieselben. Barley ist jetzt nochmal am Start und gleich nochmal der super seltene. Man kennt es und danach beginnt auf jeden Fall das Video und zack, auf jeden Fall. Oha, es ist einfach mal Jackie, Leute. Okay, das heißt, ab jetzt beginnt auf jeden Fall das Video. Okay, Leute, ich muss ehrlich auch zu euch sein. Ich habe in meinem ganzen Leben, oh, und es ist schon mal Poco, in meinem ganzen Leben fast noch nie Mentos sogar auch gegessen. Das heißt, Leute, ich würde sagen, ihr seht hier auf jeden Fall die Mentos-Packung. Die öffnen wir jetzt natürlich mal, ja, extra hier für euch in der Cam. So, zack, und okay. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier diese Mentos-Rollen, ja, so sehen die auf jeden Fall aus, die kennt ihr wahrscheinlich eh. Leute, hier haben wir diese Mentos-Rollen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir mal so eine auf. Aha, hier kann man schon mal so einen Mentos hier herausnehmen, Leute, das erste Mentos. Mhm. Boah, ich schmeck übel nach Minze, Junge, Alter. Dann würde ich sagen, das erste Mentos haben wir im Mund. Ich lasse es extra im Mund, Leute, ich werde nicht schlucken oder so. Damit gleich die Cola-Explosion natürlich besser ist. Und der nächste Mentos. Oh mein Gott. Okay. Let's go. Das zweite. Oh, Max. Alter, okay. Und das dritte, Junge. Okay. 30 kann man schon bei 5. Immer die Cola noch dazu. Und Backerin. Oh mein Gott, Mann. Das vierte Mentos. Oh mein Gott, ich hab echt Angst, Junge, ne? Ich hab echt Angst, Alter. Oh, ich merk so nach Zahnpasta, Junge, Alter. Wer gönnt es sich freiwillig? Und? Oh, okay, Leute, jetzt geht's richtig los. Mhm.
5 ist Mentos und jetzt kommt Cola. Oh je. Oh je. Ich sitze jetzt am Schlaf, Freunde. Auch Safety first. Und jetzt kommt die Cola dazu. Oh! Digga, das fast explodiert, Bruder. Das geisteskrank Druck dahinter. Was passiert jetzt, wenn man Mentos und Cola mixt? Und jetzt rein Cola. Oh mein Gott, ich hab Angst. Ich hab nur Angst, Mann. Okay, Leute, was passiert? Und wir trinken Cola mit Mentos. Oh! Oh mein Gott, Mann! Oh mein Gott! Digga! Junge! Alter! Ich hoffe, man hat das in der anderen Cam gesehen, Junge. Geisteskranke Explosion! Junge, dieser Druck, Mann! Ey, das konnte ich kaum noch im Mund eben halten. BDF, Mann. Ultra krass. Aber Leute, wir machen es jetzt, würde ich sagen, nochmal so. Wir machen jetzt genauso weiter und werden aber gleich noch mehr Mentos und noch mehr Cola nehmen. Wir nehmen jetzt immer zweimal Mentos pro Brawler, okay? Und nehmen jetzt nochmal zweimal Mentos für jeden Brawler. Und Edgar! Alles klar, Leute? Okay, Leute, hier unten eins und nochmal eins, zack. Zweimal Mentos. Kommt auf jeden Fall rein. Ich glaube, ich werde die mal nicht kauen. Ich lasse die einfach so im Mund. Und okay, weiter geht's. Ich lasse jetzt einfach im Mund, werde ich nicht kauen. Vielleicht hat es nochmal einen anderen Effekt. Aber ja, das heißt, wie gesagt, wenn wir wieder 5 Mentos sozusagen im Mund haben, geht es weiter mit der nächsten Cola-Ladung. Oh mein Gott, Mann. Was ist das für ein Video? Und Karl, das heißt nochmal 2 Mentos, Leute. Okay, die nächsten 2 Mentos sind hier auf jeden Fall. Aha. Okay. Wir machen sofort weiter mit dem nächsten Brawler. Kommt auch wieder die nächste Cola-Ladung dazu. Digga, Alter. Wie gesagt, Leute, macht das nicht nach, weil das kann eventuell auch gefährlich werden. Ich weiß nicht, wie krass diese Explosion sein kann mit Cola und Mentos. Es ging schon geisteskrank ab. Oh! Und nochmal Rico. Oh mein Gott, Alter, Leute. Das bedeutet, wir machen nochmal 2 Mentos. So, let's go. Und jetzt auch noch Cola natürlich dazu, Leute. Oh mein Gott, ich habe so Angst, Digga. Oh mein Gott, Mann! Was geht ab, Digga? Ich hoffe, ihr habt gesehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist echt ein sauwirdes Gefühl, ein bisschen unangenehm, sag ich ehrlich. Ich werde auch mal gleich versuchen, erst Cola in den Mund zu nehmen und danach Mentos. Ne? Mal schauen, ob das einen anderen Effekt hat. Oh, und, oha, oh, die Biene, Leute, das heißt, die da war 2 Mentos, let's go. Wir öffnen die Mentos-Packung. So, auf jeden Fall ein Mentos und nochmal ein Mentos. Okay. Haha, Digga, Alter. Okay, weiter geht's. Gönn, Bruder, gönn. Ja. Oh nein, Tara, Digga. Nochmal 2 Mentos. Und jetzt würde ich auch sagen, ja, noch ein Brawler und dann gibt es die nächste Explosion. Digga, ich habe so viel im Mund, Mann. Oh, okay, wir müssen nochmal Gems aufladen. So, Leute, plus 2000 Gems. 5 verbleibende. 5 verbleibende. Okay. Und... oh, Griff! Okay, Leute, nochmal 2 Mentos. So, Leute, hier nochmal 2 Mentos. Digga, ich hab so viel im Mund. Oh mein Gott, es wird komplett eskalieren jetzt. Oh. Aber dann haben wir 2 Mentos und wir kommen Cola dazu. Okay. Junge, Alter. So Leute, ich habe jetzt mal die Mentos ausgespuckt. Wir machen nämlich jetzt das Ganze umgekehrt. Und zwar, wenn wir jetzt Brawler ziehen, dann werde, also ne, ich zähle jetzt quasi die Mentos mit und ich werde ab erst Cola in den Mund nehmen, ganz viel, und danach die Mentos rein. Also andersrum. Mal schauen, wie das dann eben sein wird gleich. Und oha, da haben wir schon mal Grom. Das bedeutet schon mal 2 Mentos. Ich lege mir die hier schon mal hin, Leute. Es geht direkt weiter, Digga. Wie viele Mentos haben wir in diesem Video einfach schon im Mund gehabt?
Hier, die zwei auf jeden Fall, Leute. Ich leg die mir hier mal direkt hin. Und genau, weiter geht's direkt, Leute. Ja, wenn wir wieder so ein paar Stücke am Start haben, dann nehmen wir erst dieses Mal Cola in den Mund und tun danach Mentos reinkippen. Mal schauen, ob das andersrum dann... Und Genie, ich sehe die ganze Zeit mythische Brawler, Mann. Nein, Junge. Oh, Digga, es soll aufhören mit den mythischen. Drop meine Chance. Okay, Leute. Nochmal zwei Mentos. Ich würde sagen, noch einen Brawler. Und dann, ja, werden wir das Experiment mal wagen. Oh je, oh je. Ich habe Angst, Leute. Ich habe richtig Angst. Zack, okay. Oh! Oh, Bell! Alter, okay, Leute. Das bedeutet, jetzt kommt das Experiment. 6 Mentos plus Cola in den Mund. Oh mein Gott, ich habe Angst, Leute. Ich habe Angst. Eben war das auch schon nicht ohne. Und auf jeden Fall hier 6-mal Mentos. Die machen wir auf jeden Fall gleich in den Mund, aber erstmal Cola. Ich nehme hier auch schon mal meinen Schutzeimer. Aber ja, noch kann ja nichts passieren, nur mit Cola. So, Leute, das bedeutet, wir nehmen auf jeden Fall jetzt hier einen guten Schluck Cola. Okay. Mhm. Oh mein Gott, Mann. Junge, Mann. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, Alter. Komplett krank, Leute, wirklich. Also ich weiß nicht, ne? Ich kann das nicht so ganz beurteilen. Aber wenn man das halt vor allem so noch so im Mund schüttelt, ne? Digga, das ist echt geisteskrank, Leute. Wirklich sehr, 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 sehr heftig. 6 verbleibende. Und nochmal Byron, Digga, zieht die ganze Zeit mythische Brawler. Ich glaube, es ist unmöglich, jetzt einen legendären noch zu ziehen, oder? Es ist, glaube ich, unmöglich, jetzt noch einen legendären zu ziehen. Wir machen jetzt noch zum Ende. Wie gesagt, es ist unmöglich. Wir haben jetzt 4 mythische gezogen. Jetzt einen legendären ziehen, ist unmöglich. Real Talk. Wir machen jetzt zum Ende nochmal ein Experiment mit Mentos und Cola. Schaut es euch jetzt unbedingt an. So, Freunde, wir haben jetzt hier einfach mal so ein Glas Cola und ein paar Mentos. Und ich würde sagen, let's go! Oh mein Gott, dieser Schaum! Oh mein Gott, Alter! Okay, es geht so geisteskrank ab, Leute. Ich wollte es nicht mit der Flasche machen, weil sonst explodiert hier mal die ganze Küche.